Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Rising from the Ruins. Ich bin wieder Ole Ole und heute sind wir mit Juli auf seinem Objekt 257 unterwegs. Das Ganze auf der Karte Mannerheim-Linie. Und sein Team ist definitiv nicht... Also das Gegnerteam ist definitiv besser aufgestellt als wie sein Team. Im Gegnerteam schon alleine 3 Objekt 257. Dann 2 Objekt 430. Also ist auch nochmal RNG wirklich gut dabei gewesen im Gegnerteam. Nichtsdestotrotz mal schauen, was sie machen können. So, sie pushen jetzt auf alle Fälle drauf, weil 1 zu 5 mittlerweile auf der Gegnerseite wird gerade durchgebrochen, auf der Heavy-Linie. Also müssen sie hier definitiv auf der Seite was tun. Gehen auf alle Fälle gleich schön drauf. Von hinten kommt jetzt noch der AMX. Also machen das wirklich schön. Haben jetzt wieder somit aufgeholt, 6 zu 6. Und jetzt müssen sie irgendwie die Heavys hier etwas eindämmen. Leider gebounced. Das war schon mal ein wichtiger Kill. Das Unikum rausgenommen. So, jetzt versucht hier. Wer ist das? Objekt 257 zu pushen. Leider gebounced.
hat das hier gleich mit drei Gegnern zu tun. Nicht ganz einfach. Ohne anderen Defender. Somit konnte er sich den auch noch einverleiben. 3500 Schaden schon gemacht, 4 Kills. Und das Gegnerteam kollabieren lassen, würde ich sagen. Also wirklich schön gemacht. 5. Kill. Läuft bei unserem Juli. So, da fährt nochmal schnell in Deckung. Schade. Ah, da warst du da, die Kriegermedaille. Nee, schöner Sieg. 3768 Schaden. So, kommen wir nochmal zu den Postgame-Stats. Das waren 3768 Schaden für unseren Juli. Erste Klasse, Duellant, Wirkungsfeuer, Schläger, Stahlwand und Kriegermedaille. 6 Kills, 711 gespottet. Meisten Schaden gemacht, definitiv. Warum es da kein Großkaliber gab, keine Ahnung. 934 minus, weil er ohne Premium spielt. Trotzdem ganz gute Runde, kann man nicht meckern. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal.